Könnten Sie die Blätter vielleicht beim nächsten Mal lochen? Das wird es ein bisschen einfacher machen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Weil das Leben kein Wunschkonzert ist. Okay. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird heute um Probleme von Schülern gehen. Ich glaube nämlich, davon gibt es viele. Viele, viele, viele. Und zwar so viele, ich konnte die nicht einmal alle in dieses eine Video unterbringen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwie eine Fortsetzung von diesem Video wünscht. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich weiß nicht, wieso ich das so komisch gesagt habe. Ich hasse Einleitungen machen. Problem Nummer 1. Der Schulweg. Mama, kann mich heute ausnahmsweise einer von euch bitte fahren? Junge Dame, also das ist ja wohl der Gipfel der Faulheit. Also als ich damals in deinem Alter war, da hätte ich alles dafür gegeben, wenn ich nur ein Fahrrad gehabt hätte. Ich musste damals jeden Tag 20 Kilometer zu Fuß zur Schule laufen. Und zwar barfuß. Und ich habe mich noch darüber gefreut. Okay, ich fahr Fahrrad. Schreibt an dieser Stelle sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr morgens immer zur Schule kommt mit dem Fahrrad oder Bus oder lauft ihr tatsächlich? Gibt es sowas? Ich würde ja eigentlich sagen, dass es am angenehmsten ist, Fahrrad zu fahren, weil die zwei Mal, die ich in einem Schulbus drin war, war es einfach schrecklich. Alle treten euch auf die Füße, es stinkt, es ist stickig, es ist viel zu voll und man kriegt so Platzangst. Aber Fahrradfahren hat leider auch seine Nachteile. Ich weiß nicht, ob ich es euch jemals erzählt habe, aber mir wurde schon dreimal das Fahrrad geklaut. Und zweimal davon, oh das war eine Eins, zweimal davon war das an der Schule. Mega ätzend. Und außerdem ist man beim Fahrradfahren auch noch so wetterabhängig. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, besser als Schulbus. Problem Nummer 2. Wenn man ständig von der Seite angequatscht wird. Situation. Wenn ihr eurem Nachbarn nämlich sagt, bitte halt die Klappe, es interessiert mich nicht, was du erzählst und ich möchte gerne zuhören, dann macht ihr euch definitiv unbeliebt. Aber wenn ihr die Person weiterreden lasst, dann seid ihr am Ende die Schuldigen und bekommt den ganzen Ärger ab. Problem Nummer 3. Vertretungsunterricht. So ihr Lieben, da der Unterricht bei Frau Müller heute leider ausfällt, müssen wir Vertretungsunterricht machen. Ich bin aber nicht vom Fach, deswegen können wir keinen wirklichen Unterricht machen. Habt ihr Vorschläge, was wir stattdessen machen können? Ja bitte, Barbara. Können wir Hausaufgaben machen? Nein, nein, nein. Hausaufgaben sind für zu Hause, da das sagt ja auch schon das Wort. Andere Vorschläge? Können wir vielleicht rausgehen? Das Wetter ist voll schön draußen. Während der Schulzeit? Nein, 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 das geht nicht. Können wir dann vielleicht früher Schluss machen, weil alles andere macht eh keinen Sinn? Also so etwas habe ich ja noch nie gehört. Na gut, ich habe eine andere Idee. Lasst uns doch stattdessen Stadtland-Fluss spielen. Das ist doch sinnvoll. Vertretungsunterricht ist irgendwie so häufig total überflüssig, habe ich das Gefühl. Meistens wird ja gar nicht einmal richtig Unterricht gemacht, sondern man macht irgendwie nix, aber man muss trotzdem da sitzen und da bleiben und kann nicht vorher nach Hause gehen oder zumindest WhatsApp-Nachrichten schreiben, weil selbst das wäre irgendwie sinnvoller. Wenn man einen dann wenigstens rausgehen lassen würde. Aber irgendwie wird bei Vertretungsstunden, habe ich das Gefühl, voll häufig so getan, als würde man jetzt noch was Produktives machen, aber eigentlich sitzt man einfach nur rum. Problem Nummer 4. Wenn Lehrer alle Tests auf eine Woche legen. Zu Hause lest ihr dann bitte die Kapitel 1 bis 10, also Seite 20 bis 170 und außerdem, da war doch noch irgendwas. Ach ja, genau. Die Klassenarbeit. Ich habe beschlossen, dass wir die nächsten Dienstag schreiben, also falls ihr noch irgendwelche Fragen haben. Ja bitte, Barbara? Ja, also weil das Problem ist nämlich, wir schreiben schon am Montag Mathe, am Mittwoch Englisch und Französisch und am Freitag haben wir noch einen Geschichtstest. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Keine Ahnung, Sie sind unsere Lehrerin. Ja und was soll ich da jetzt machen? Ja, vielleicht könnten Sie dann Ihre Arbeit auf nächste Woche verlegen und dann wäre das wenigstens etwas verteilter. Nein, natürlich. Mir schreiben immer so viele von euch in die Kommentare, dass sie so häufig eine Woche haben, in der einfach alle Klausuren oder Arbeiten oder Tests geschrieben werden. Und ich frage mich jedes Mal nur, warum? Warum muss das sein? Kann man das nicht irgendwie besser aufteilen? Ist das wirklich so schwer? Wisst ihr, was ich mir früher schon überlegt habe? Ob es nicht vielleicht irgendwie so eine geheime Lehrerverschwörung gibt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, wirklich den ganzen Stress von einem halben Jahr auf eine einzige Woche zu quetschen. Und dann einfach zu gucken, was passiert. Was passiert mit den Schülern? Problem Nummer 5. Lose Blättersammlungen. Hey, kannst du mir nächste Woche irgendwie deine Mappen ausleihen?
Ja, ich meine, alle Mappen. Ich glaube, es gibt echt in jeder Klasse mindestens so 2-3 Leute, die es nicht auf die Reihe bekommen, eine Mappe richtig zu führen. Aber um diese Leute in Schutz zu nehmen, ich glaube, das hat auch mit einem anderen Problem noch was zu tun. Problem Nummer 6. Wenn Lehrer es nicht auf die Reihe bekommen, ihre Arbeitsblätter zu lochen. Könnten Sie die Blätter vielleicht beim nächsten Mal lochen? Das wird es ein bisschen einfacher machen. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Weil das Leben kein Wunschkonzert ist. Okay. Wisst ihr, was ich mich immer dabei gefragt habe? Ich war mal im Lehrerzimmer drin und die haben da diese riesen Blattschneidemaschinen, diese großen Drucker und auch riesen Locher. Wirklich, solche riesen Teile, die keine Ahnung, wo man die kauft. Die sind so groß, die können bestimmt 100 Seiten gleichzeitig lochen. Und trotzdem, aus irgendeinem Grund sind die meisten Blätter dann ungelocht. Diese eine kurze Bewegung würde es so vielen Leuten leichter machen. Wieso macht man sie nicht? Und das war das Video für heute. Wie gesagt, falls ihr euch eine Fortsetzung wünschen solltet, dann schreibt es in die Kommentare und gerne auch mit euren Problemen, die ihr so aus der Schule kennt, weil falls ich eine Fortsetzung drehe, werde ich vielleicht ein paar von euren Problemen aufgreifen und die dann im Video zeigen. Also schreibt es wirklich sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare. Hier sind jetzt noch meine letzten beiden Videos verlinkt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!